Die Elektroauto-Zukunft hat begonnen. Der Peugeot Ion ist zusammen mit seinen Drillingsbrüdern Mitsubishi i-MiEV und Citroën C0 der erste Großserienstromer der Welt. Das Herz des Wägelchens, ein 64 PS starker Elektromotor, sitzt unter dem Kofferraum. Es stellt das maximale Drehmoment von 180 Newtonmeter sofort nach dem Einschalten zur Verfügung. So tritt der Stromer überraschend flott an, aber ab Tempo 60 geht's dann nicht mehr so schnell. Für den Stadtverkehr reicht die Power aber allemal. Den Strom bezieht das E-Aggregat von einer Lithium-Ionen-Batterie. Wie man den Ion lädt und wie lange ein Ladevorgang dauert, erklärt Peugeot-Schweiz-Chef Amaury de Bourmont. 6 Stunden für die normale Ladezeit bei einer normalen Steckdose. Aber bei dem Prechargeur dauert es nur 30 Minuten für 80%. Die Reichweite gibt Peugeot mit 150 Kilometern an. Das ist aber ein sehr theoretischer Wert. Auf unserer Testfahrt, die Stromfresser, Klimaanlage und Radio waren ausgeschaltet, war der Tank nach gut 50 Kilometern halb leer. Basis des Ion ist der Mitsubishi i-MiEV, der wiederum die Elektroversion eines sogenannten K-Cars ist. Diese Winzlinge sind in Japan populär und dürfen bestimmte Abmessungen nicht überschreiten. Für europäische Verhältnisse wirkt das Design entsprechend befremdend. Dafür gibt es im 3,50 Meter kurzen Ei auf Rädern Platz für 4 Erwachsene. Diese dürfen allerdings nicht zu lange Beine haben. Den Peugeot Ion gibt es in der Schweiz ab Dezember zu kaufen. Der Preis beträgt allerdings happige 45.990 Franken. Wer jetzt schon Öko sein will, muss tief in die Tasche greifen. Die anderen müssen sich gedulden. Denn bis es das erschwingliche Elektroauto gibt, wird noch einige Zeit verstreichen.